Hey, hey, yo, Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen. In der letzten Folge haben wir erstmal diese ultra overpowerte Armbrust bekommen. Und heute geht es in die Festung zurück. Ich stelle das Ganze mal auf ein bisschen einfacher, weil ich nicht weiß, was uns erwartet, wenn wir die Enderaugen einsetzen. Lasst sie uns einsetzen. Ja, darauf freue ich mich schon so den ganzen Tag eigentlich. Wir haben jetzt 14.52 Uhr. Ein bisschen Minuten später seit der letzten Aufnahme. Und ich bin richtig gespannt. Die finstere Macht verschwört sich in den Tiefen dieser verlassenen Festung. Je weiter du vordringst, desto mehr überkommt dich das Gefühl, dass die Leere selbst dich beobachtet. Doch nun gibt es kein Zurück mehr. Du musst diesem Pfad bis zum bitteren Ende folgen. Okay, tun wir das doch. Sehr spannende Ansage. Gibt es hier Secret? Komm, heute besondere Folge. Oh, da vorne ist ein neuer Trank. Oh, oh, was machst du? In Brand. Oh, ja, der Ver... Oh mein Gott. Leute, beste Spiel aller Zeiten. Hier geht es nämlich auch nach links zum Beispiel. Und keine Ahnung, was es hier alles gibt. Lass uns das mal ein bisschen erkunden. Und noch ein Schattengebräu. Oh, episch. Weil wir haben uns das noch nie so genau angeguckt. Wir sind immer nur zum Endportal gelaufen, um die Dinge einzusetzen. Und diese schöne Musik haben wir uns noch nicht zu Ende angehört. Hört ihr sowas nicht in eurer Freizeit? Komische Menschenseite. Ich höre sowas auch nicht in meiner Freizeit. Boah, wie riesig das ist. Das ist ja ein richtiger Dungeon hier. Oh. Ja, was muss ich denn bekämpfen, um wieder rauszukommen? Diese Milliarden Silberfische? Okay. Hier sieht's aus, als gäbe es so ein Secret. Seht ihr das? Ja, das rieche ich. Hier ist nichts. Oh, die machen gut Damage. Aber unsere Pfeile auch. Sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen... Oh, das war's. Wir können hier durch. Sehr schön. Die Musik. So, so wunderschön. Es stört mich schon. Also im Hintergrund stört die Musik halt schon. Oh, Brot. Levelaufstieg. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ach, hier. Habe ich zu weit geworfen. Ach. Oh, die Silberfische sind mies, gell? Da ist ein Käfer. Mach mir Sorgen. Setzen wir die Änderungen heute schon ein? Ich weiß es nicht. So wie es aussieht, geht das hier noch ziemlich langweilig. Oh, hier wird sowas von irgendwas kommen. Ja. Nur ein Redstone-Golem? Wie, nur 300 Schaden? Ah, nee. Teile sind halt schon stärker, gell? Was war das für eine Armbrust? Wie heißt du? Hafenarmbrust. Ja, richtig cool. Ja, Silberfische. Redstone? Noch einer. Ah, die Pfeile machen nur Damage, wenn sie wirklich alle treffen. Ist ja egal, der ist tot. Es spawnen wieder Silberfische. Oh, was bist du? Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ah, ich habe wieder einen Brand. Ey, das ist ein cooler Effekt. Ich muss ja nichts machen, außer rumlaufen.
Jetzt kommt noch ein Redstone-Bude. Nein? Und das hat mir jetzt was gebracht? Nix? Ah, schön. Gut, laufen wir halt wieder den ganzen Weg zurück. Das macht sehr viel Damage. Ja, ich dachte mir, okay, so schlimm kann das nicht sein. Tot. Ah, hier geht's nur nach links. Ist das riesig, ey. Ach, hier kamen wir nicht. Wir brauchen also noch einen Knopf, um das Wasser abzulassen. Okay, das heißt, hier gibt es Sachen, die man Stück für Stück sozusagen freischalten kann. Und ich werde das auf jeden Fall mit euch, dieses Abenteuer mit euch bestreiten. Deutsch. Ich weiß. Gut. Hallo? Spring doch hier einfach runter. Oh, ich habe schon gut Damage getankt. Halt, hier hinten geht's auch. Wie groß ist denn die Anlage? Mich freut das richtig. Oh, hier sind richtige andere Gegner noch. Hier schön hier meinen Hundi holen und so. Oh ja. Aber das ist hammermäßig cool. Das heißt also, die Kraft von einem Pfeil verteilt sich auf alle. Ah, die ist schlechter. Schade. Oh ja, Feuer. Ob es das jetzt gebracht hat? Auf jeden Fall extremst episch, wie sich das aus dem Wasser erhebt. Habe ich das schon erwähnt? Oh, yes. Ah, da drüben, da ist was. Hier oben wahrscheinlich. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich da eigentlich eine Enderaugen einsetzen wollte. Oh, da geht's ja auch noch lang. Ja, hier müssen wir auch wieder uns vorarbeiten. Das finde ich ein richtig cooles Gimmick. Oh, hier ist die Tür. Ja, das nehme ich mit. Oh, das sind jetzt aber mal viele Silberfische. Das. Ja, ich würde gern weitergehen. Ist es immer noch Rising? Nee. Also die Armbrust ist schon overpowered. Okay, wir sollten mal kurz verharren und heilen. Oh, da vorne geht's wieder zum Wasser. Ich hoffe, wir kommen da weiter. Oh ja. Aber hier müssen wir noch einen Raid überleben vorher. Hä? Ein ertrunkener Nekromant. Nee, 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 nee. What? Oh, die Pfeile. Stimmt, die Pfeile. Die sind ja ultra stark. Geh weg. Es gibt in der Festung noch weitere zu finden. Oh mein Gott, das ist... Hier können wir jetzt wieder hochfahren. Sehr geehrtes Nether-DLC. Es gibt Lags. Nein. Was? Warum? Stopp. Halt. Die Aufnahme hat Lags. Warum? Nein, bitte nicht. Nein, nicht jetzt. Ach komm. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Weil sonst setze ich die Bitrate noch ein Stück runter von 15 auf 14.000. Oh, egal. Das Nether-DLC hat sich gerade vom Treppchen stoßen lassen. Und das vom End-DLC. Das müssen wir auch erstmal schaffen, gell? Gut, Minuspunkte für die Musik. Oh nein, ich habe nicht auf die Lags geachtet. Entschuldigung, Leute, falls das jetzt sehr schlimm war. Mit den Lags. Ich werde es bis zur nächsten Folge auf jeden Fall beheben. Tut mir total leid, sorry. Ich habe nämlich ewig gebraucht, bis ich es geschafft habe, eine lagfreie Aufnahme
Dings zu finden. Deswegen saddet mich das jetzt schon. Da geht's noch rechts weiter? Stimmt. Auch die Musik von der Harfe. Die ist schön. Okay, aber nicht für uns. Okay, jetzt sollten wir langsam mal echt zum Dingsportal gehen. Das ist ja der Hammer. Aber ich... Jetzt wird sich zum Beispiel gerade nicht über Lags beschwert. Also ich habe drin, dass ab 5% soll mir auf jeden Fall Bescheid gegeben werden, dass Lags übersprungen werden. Also 5% der Frames, die ausgelassen werden, soll mir sofort Bescheid gegeben werden. Ich gehe jetzt erstmal zum... Wobei... Platziere die Enderaugen. Ja, nee. Oh, Creeper! Wir kommen hier aber auch nicht hoch, gell? Nee. Wobei, da hinten geht's noch weiter, gell? Nicht vergessen. Okay. Wir kommen wahrscheinlich erst durch, wenn wir die Enderaugen gesetzt haben. Ich setze jetzt mal, ja? Darauf wartet ihr schon seit 11 Minuten. Ja. Fast 12. Und hier sind Endermites. Cutscene! Ich bin leise. Okay, es werden Frames übersprungen schon wieder. Eine unerwartete Ich kann das jetzt nicht umstellen. Erstreckt sich vor dir. Ich hab schon auf 14. Weit weg von zu Hause und umgeben von endloser Leere. Ich reg das auf. Musst du dich gegen die Kreaturen verteidigen, die von deiner Stärke angezogen werden. Wenn du überleben willst, musst du noch tiefer ins Unbekannte vordringen. Ist das jetzt hier die Confirm ist, dass es ein End-Update geben wird? Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Ganz ehrlich nicht. Oh, war dieses Viech. Yeah. Oh, wartet mal. Ja, es laggt. Okay. Ich weiß nicht, an was es liegt. 6% der Frames wurden übersprungen, das heißt, es laggt. Immerhin sind es nicht mehr 80%, aber es stört mich trotzdem. Und, kümmere mich da jetzt gleich drum. Deshalb beenden wir das Video leider schon vorzeitig. Es tut mir leid. Aber soviel ich weiß, wir können jetzt ins Ende. Ja! Nur 3 Missionen. Okay. Aber eben, ich würde die Schwierigkeit dann runterstellen. Es tut mir leid, aber das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.